Warum ist Selbstvertrauen so wichtig, meine lieben Freunde? Warum? Weil wir sonst nicht den Mut haben, das zu tun, was in uns ist. Wenn wir das Verantwortungskonzept nicht akzeptieren, schauen wir nicht mal danach. Dann schauen wir nicht mal, was könnte die Aufgabe sein, die ich erfüllen kann, damit die Welt schöner, heller, größer wird. Und wenn wir das Verantwortungsprinzip, das Selbstvertrauen nicht haben, dann trauen wir es uns schlicht einfach nicht zu. Warum war das Buch bei mir so erfolgreich? Der Weg zur finanziellen Freiheit, weil es ein so fantastisches Buch ist. Naja, ich habe es geschrieben, es ist schon gut. Aber wissen Sie, es gibt ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Bücher, die nicht mal ein Hundertstel so oft verkauft wurden. Warum? Weil es heute, und das ist ganz wichtig, nicht ausreicht, dass wir ein super Produkt, ein super Service haben. Es reicht nicht, meine lieben Freunde. Wir müssen auch das Selbstbewusstsein haben, dass wir sagen, ja, ich mache das wahr. Wir brauchen das Selbstbewusstsein. Jetzt kommt der Tipp, wie Sie das Selbstbewusstsein aufbauen können. Und es klingt wie ein Tipp für kleine Kinder. Aber vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen sage, ich mache das immer noch jeden Morgen. Ich schreibe in mein Erfolgsjournal, haben wir eins. Ich schreibe in mein Erfolgsjournal jeden Morgen, Sie können ein leeres Buch nehmen, jeden Morgen meine Erfolge rein. Jeden Morgen 5 Erfolge von gestern. Wenn ich jemanden zum Lachen gebracht habe, jemandem geholfen habe, im Job etwas begonnen habe, etwas zu Ende gebracht habe. Vielleicht schreibe ich morgen früh etwas rein von heute. Ich schreib da immer etwas rein. Und dadurch wächst mein Selbstbewusstsein unentwegt. Und wissen Sie was? Einkommen und Selbstvertrauen sind parallele Linien. Wenn das Selbstvertrauen wächst, wächst immer auch das Einkommen. Wächst das Selbstvertrauen weiter, wächst weiter auch unser Einkommen. Machen Sie das. Können wir wirklich tun, was wir wollen? Das ist so eine Frage, die wirkt hier gar nicht so doll. Können wir tun, was wir wollen? Können wir wirklich tun, was wir wollen? Wissen Sie, das ist die, gut aufpassen, die alles entscheidende Frage für Erfolg. Das wirkt so unscheinbar. Aber wenn wir wirklich tun können, was wir wollen, kann uns nichts mehr aufhalten. Wer versteht das in der Tiefe? Wer hat schon mal festgestellt, dass er gesagt hat, ich wollte sparen und hat es nicht geschafft? Wer hat schon mal gesagt, ich mache Diät und hat es nicht geschafft? Wer hat schon mal gesagt, ich laufe von jetzt ab jeden Morgen, ich jogge und hat es nicht geschafft? Ja, hör mal, sind wir blöd? Was ist denn los mit uns? Wir sind doch starke, herrliche Wesen. Warum schaffen wir das nicht? Antwort ist, ob wir das tatsächlich tun können, hängt von unseren Entscheidungen ab. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir bitte auf Instagram. Dort poste ich jeden Tag etwas über Motivation. Motivationsbilder, Videos, Zitate etc. etc. Und halte euch dort auch auf dem laufenden Stand für kommende Projekte und benachrichtige euch auch über Instagram, wenn ein neues Video online gekommen ist. Also, der zweite Link in der Beschreibung. Folgt mir bitte, dann sage ich bis dahin. Ciao.